Wolltest du schon wieder die Stelle haben? Ja, sieht aus, als wenn du Krieg haben willst, ne? Tja, sieht aus, als wenn du Krieg hast. Hä? Was ist das denn? Was? Hast du noch einen Computer? Nö. Wieso ist denn da, warum sind denn da jetzt schon zwei Schlösser? Achso, ja, da gibt's Wer jetzt auch bist einen du denn? Computer. Wie, ist das jetzt das andere auch deine? Der wäre jetzt Hä? drei. Ja, aber muss ich ein bisschen beeilt. Es gibt noch einen gelben und noch einen pinken. Ja, warte, ich, Ja, jetzt ist aber hier höchste Eisenbahn angesagt. Ja, wo soll ich denn jetzt hin, ey? Hier ist ja nichts mehr. Da oben sind ganz viele Steine. Halt. Steine sind ja auch nicht schlecht. Wir können auch nochmal neu starten. Ja, starten wir neu. Aber jetzt weißt du, dass du dich beeilen musst, ja? Ja, jetzt weiß ich, dass ich mich beeilen muss. Ist natürlich auch spannend, dass man er hat gesagt, dass jetzt dass es jetzt KIs gibt und die auch irgendwie ein bisschen was machen sollen. Aber das ist Ja. natürlich im Multiplayer Spawn, das ist neu. So, ich muss mich also beeilen. Ich mich mal gerade. Also ich habe exakt denselben Platz mir einfach wieder genommen. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Spiel gut spielt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die Gebäude hier sind. Wie die Gebäude sind dasselbe wie das letzte Mal. Ach, für das letzte Mal. Tausend Naja. Jahre, Alter. Was ist der scheiß Geologe? Was ist denn jetzt mit dem Geologen? Ja, was ist das? Was ist was? Der Geologe! Ich weiß nicht, der sagt dir, glaube ich, wie viele Rohstoffe da sind, wo du bist. Nein, ich will wissen, wer das ist. Wie wer das ist? Na, welches Gebäude das ist? Was? Der Geologe ist kein Gebäude. Du brauchst eine Fahne. Und da drückst du Zählst drauf. du da, Alter? Nee, was erzählst du? Ich weiß gar Ist nicht, nicht zu was mein du denkst. Siedler, das hier. Dann ist hier Hast du dich jetzt neben der mich platziert? Gebäude. Was platzierst du da gerade die ganze Zeit? Wer bist du eigentlich gerade? Ich bin rot. Guck mal bitte bei uns, was hier los ist. Hä? Was denn? Was macht der denn da in der Mitte? Ja, weiß nicht, der fand das ja auch ganz schön, wo wir sind. Da hat er sich gedacht, da macht er mit. Ja, aber das wird spannend, das Spiel. Sag ich dir. Ah, interessant, ja. Was das Traurige ist? Die KI spielt wahrscheinlich besser als wir. Ach. Obwohl die bestimmt noch total schlecht ist. Das ist ein Gerücht. Ja, ich denke auch. Kann man das Spiel nicht irgendwie schneller machen? Plus? Ah ja, guck mal. Was, schneller machen? Kannst du ja einmal hochdrehen hier. Okay, doch kann ich, wenn Wie das will. reiße ich denn eine Straße ab? Mann, indem du auf die Straße klickst und unten dann auf die Schere. Ja, aber wie muss ich da rausklicken? Da gab's doch irgendwie. Ah, Ja, links, rechts, klick genau, natürlich. dieser komische. Spezialklick nennt sich das. Was? Spezialklick. Ja, Spezial. Ja, die KI jetzt natürlich aber auch einen spannenden Weg gebaut. Schön einfach mittendrin so ein Knick. Ach, siehst du, hier war ja so, dass man gar keine Bäume. Du kannst Dass Wege man die einfach gar durch Bäume nicht bauen. beim Weg. Und die ignorieren. Kann man einfach durchbauen. Kannst aber bloß keine Fahne bauen. Baue hier fahren, wo ich will. Das ist wirklich traurig, ne? Guck mal, die KI. Bei beiden KIs sind schon die Gebäude halb fertig. Wenigstens eins. Und das bei uns. Bei dir ist noch gar nichts passiert und bei mir auch nicht. So, jetzt habe ich. Ach, genau. Ah ja, siehst du? So war das. Das da oben ist ja. Boah. Das
sicher, dass ich einen Stern erstellen soll? Mehrere Sterne? Bist du sicher, dass ich nicht schneller stellen soll? Ja, ein bisschen. Jetzt kannst du. Jetzt habe ich ja. Okay. Habe ich ja den Special Click wieder drauf. Kannst du mal bitte in deine Bahn gucken, wie viel Schwerter und so du jetzt hast? So, ich habe 112. Ja, ich auch. Dass mein Wegsystem einfach totaler Schrott ist. Sag mal, isst du da jetzt einfach was? Hä? Isst du jetzt einfach was? Ja. Sehr dreist. War auch irgendwann mal essen. Naja. Man muss ja nicht schmatzen. Hä? Muss ja nicht schmatzen. Schmatzer ja nicht. Du bist mit offenem Mund, da kann natürlich auch sein. Verdammt, genauso schlimm. Mike muss ja auch von der Waffel abbeißen. Was denn für eine Waffel? Was ist denn eine Waffel? Reishonigwaffel. Reishonigwaffel. Das ist doch das Essen, wo man sich gut fühlt, aber trotzdem eigentlich was total Schlechtes ist. Was? Das ist doch das, was man isst, wenn man sich gut fühlen will. Also als wenn man nichts isst, was einen dick macht, aber doch was ist, was einen dick macht. Nee, das esse ich deswegen, weil das gerade da ist zum Essen. Achso. Honigreiswaffe, ey. Weißt du eigentlich, dass ich seitdem wir SWP werden, habe ich hier eine Packung Tuck-Kekse liegen, die ich auch machen wollte, wenn wir den ersten Boss gelegt haben. Und ich kann die immer noch nicht aufmachen. Und das stört mich sehr. Und die sind auch noch zu, ja? Ja, ja. Nicht angefasst. Ach, guck mal. Ey, auf guck einem... es dir an, Alter. Der hat direkt Ressourcen hier und ich hier an dem Bergkamm hab hier gar nichts, Alter. Du hast doch jetzt alle Schilder sind hier grau. Jetzt, du hast doch jetzt gleich seine Ressourcen. Ich meine nochmal, was soll ich sagen, was ich hier gleich finde? Ich immer so einen Geologen rufe. Ich möchte genauso nichts finden. Wie gar nichts an Ressourcen, Alter. Hä, du? Ah. So, aber das ist spannend, ne? Letztes Mal ist da mehr passiert. Oh. Na, wenn man so ein Gebäude dann direkt... Also ich meine, du nimmst jetzt schon quasi gar keinen Anteil. Beziehungsweise sehr, sehr wenig. Oh, ich hab einen Brief. Ja. Sieh doch mal, was hab ich? Ich hab Kohle. Kohle? Ich habe übrigens was rausgefunden, aber vielleicht wusstest du das schon. Auf Fahnen, auf Wegen platzieren muss man gar nicht machen. Es stehen auch manchmal so einfach mehrere Leute scheinbar auf der Straße. Wie, echt? Na, wenn du mal, guck mal zu meinem Hauptquartier. Und direkt darunter ist eine Straße, wo einfach drei Leute arbeiten. So eine ultra lange, wo keine Fahne ist. So, darunter ist eine Straße, wo drei Leute arbeiten? Na, die zwischen Berg und dem unfertigen Sägewerk. Da ist so eine richtig lange Straße. Und da sind 30 Leute drauf. Und nochmal da bis nach da. Genau, da ist nicht eine einzige Fahne, aber drei Leute stehen da und arbeiten. Okay. Ja, krass. Ja, spannend. Ja, baut er gleich Gold dahin, oder was? Ey, guckst du mal hier nicht rüber? Natürlich guck ich da rüber. Ja. Komm, Spätung gebaut. Mann, wie reiß ich denn Scheiße ab hier? Was denn für eine Scheiße? Gebäude oder was? Ja. Na, du klickst auf das Gebäude und dann klickst du unten auf das Feuerding mit einem Special Click. Wie reiß ich eine Fahne ab? Na, indem du alle Wege, die mit der Fahne verbunden sind, abreißt und dann die Fahne abreißt. Was, wenn die Fahne keine Wege hat? Ja, dann klickst du die Fahne an und klickst unten auf das Feuer. Da ist kein Feuer, Alter. Na, ja, doch, klar ist da so ein Ding. Ich mach das auch. Da, genau so geht das. Easy. Du klickst die Fahne an und dann ab. Nee, da unten, wo die Ruine muss man anklicken. Das ist doch ein Feuer. Ja, Feuer, Alter. Hast du Tomaten vor Augen? Was ist das bei dir? Schwarz-Weiß oder was? Du bist eine Tomate. Hast du das als Feuer interpretierst? Hä, naja, weil es in Siedler 2 dann ein Feuer dabei gibt bei demselben Icon. Ich kann nicht mal Nahrung produzieren hier.
Holz? Ja, ich weiß gar nicht, warum die hier zuerst die Bretter, zuerst die den Stein transportieren und nicht die Bretter. Das ist natürlich auch gut, ne? Man kann maximal mit zwei Spielern spielen, aber es gibt KI. Die du nicht ausmachen kannst. Ach, die gar. Ach, du hast die gar nicht dazu geschaltet. Nee, die war da. Die war einfach da. Die war einfach da. Ich habe da nichts mit zu tun. Ah. Die hat gesagt, ich mache mit heute. Also vielleicht kann man es einstellen, aber ich denke mal nicht. Ich habe jetzt keinen Button dafür gesehen, der mir das erlaubt hätte. So, der Trick ist ja immer zu beobachten, ob vor dem Hauptquartier viel rumliegt. Wenn da nicht viel rumliegt, dann kann man was bauen. Und wenn viel rumliegt, dann darf man nichts bauen. Sollten eigentlich auch leer sein? Wahrscheinlich, ja. Toll, ich hab mir wieder die falsche Stelle ausgesucht. Ich gibt's einfach nur. Wie viel er da hinbaut? Baut denn hier was? Na du! Was? Wie bitter ist das? Ich was? Ah, ich baue doch hier gar nichts. Ja, doch. Ja, wenn ich jetzt hier kein Gold finde, dann muss ich dein Gold nehmen, Leute. Das ist dir klar. Nimm mir dein Leben, Alter. Nee, ich habe jetzt genauso viel Soldaten wie du. Ist nicht mehr so leicht wie das letzte Mal. Gold. Heute hat gar nichts, der sonst nichts. Ah, ich habe auch Gold gefunden, aber alles gut. Und im Gegensatz zu dir habe ich. Bist du was auch Gold? Na gut. Zwar schön, dass hier die ganzen Ressourcen sind, aber irgendwie auch nicht. Warum nicht? Ja, weil ich hier nichts hinbauen kann. Nur kleine Häuser. Ja, reicht aber auch. Ist ja nicht immer nur so für dich reicht das vielleicht. Ich kann mich auch nicht nach unten ausbreiten, ne? Das ist ja direkt der nächste Gegner. Aber ich glaube, die greifen nicht an, wenn ich mir das so angucke, bauen die halt nur Holz und Stein ab. Das ist mir egal. Das dürfen wir. Ja, aber die viele Sachen kann ich ja auch nicht bauen. Was habe ich hier gesetzt? Ein Lager. Was ist denn das hier mal für Briefe? Hausbesetzt? Ja, okay. Halt schick. Und die kann ich nicht angreifen? Ich muss ja hier wieder irgendeine Militäreinstellung ändern. Wie geht das? Warte mal, wie geht das? Anna? Da, das sind die Knöpfe, die ich will. Alles auf Maximum. So, da hat ein Gebäude abgerissen. Scheiße, was war da? Bestimmt ein Fischer. Oh, leck.
Was ich halt dafür tatsächlich nicht habe, ist Eisen. Hab ich was noch keins gefunden. Weißt du, was spannend ist? Wenn man zwischen der Erle und der Militärstatistik hin und her springt, ist das dieselbe Statistik. Ah. Ich meine, was bei dir aber nach rechts hat schön viel Platz, ne? Ich meine, ich habe mich hier so an dem Berg geschmiegt. Ich kann halt nirgendwo hin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Dasselbe wie das letzte Mal. Das Spiel hat sich seitdem nicht geändert, glaube ich. Du musst Eisen schmelzen. Jetzt ist immer alles so einfach. Ja, es ist ja auch so einfach. Du musst Eisen schmelzen bauen, Schmieden bauen, Holzfäller bauen, Förster bauen, Steinmetze bauen. Du musst Soldaten produzieren. Ich weiß gar nicht, wie man Soldaten produziert. Wahrscheinlich muss Holz und muss ein paar Schwerter herstellen oder sowas. Ja, da musst du halt irgendwann angreifen. Was ist denn hier? Eine Reisfabrik ist das, was du isst. Das ist dann das ganz Gebäude ganz oben. In welchem Menü? Bei den mittleren. Beim mittleren. Ich habe kein mittleres Gebäude, kann ich das nicht sagen. Auf gar keinen Alter, was ist das denn? Ah doch, ich hab's. Warst du das? Oh ja, das war ich. Alter, was? Was ist denn? Was stimmt denn mit dir schon wieder nicht? Ja, was stimmt denn mit dir schon wieder nicht? Bist du irgendwie gaskrank oder so? Bei dem mittleren oben links? Alter. Ich glaube, das ist die Fleischerei. Immer noch. Nee, es ist nicht die Fleischerei. Oder doch? Doch, 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 das ist die Fleischerei. Weißt du was, dann nehme ich einfach dein Eisen hier oben. Leidenschaftslos. Was soll ich da nehmen? Mit dem Schild? Ja, das ist die Schmiede. Und unter dem Fleischer? Eisenschmelzer. Ah ja. Also alle Angaben sind ohne Gewehr. Von den Bildern sieht das danach aus. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wichtig in dem Spiel hier Lager sind, ne? Könnte sein, dass die extrem wichtig sind, könnte sein, dass sie extrem unwichtig sind. Ja, die sind wichtig. Ah, ich glaube auch. Weißt du, was eigentlich das Schönste ist? Ich kann nicht angreifen. Alter, wie viele Lager du baust? Hä? Wie viele Lager du baust? Wieso? Ja, zwei Stück. Ja, gut, dafür habe ich ganz viele Festungen gebaut. Cool. Ja. Erfolgschance des Bergwerts, 0%. Schade. Natürlich auch spannend, dass die KI im Prinzip nur daraus besteht, Holzfäller, Sägewerk, Steinmetz zu bauen. Wie mehr macht die nicht? Dann guckst du die doch an. Die haben drei Holzfäller und Steinmetz gebaut. Das war's.
Naja. Toll, Spike, du hast kaputt gemacht. Ich? Nein, die kennen noch nicht mehr. Glaube ich. Was ist das hier schon für ein Brief? Ah ja. Guter Brief. So. Bei den großen Gebäuden, was ist das mit dem Hammer? Wahrscheinlich eine Werkzeugschmiede, ne? Und das Ding mit dem Brunnen, das ist die Schweine-Bipi-Farm, ne? Ja, ich denke. Das ist zumindest meine Interpretation der Bilder. Ah, ja, ja, ja. Ich meine, du kannst ja auch einfach in dein Handbuch gucken. Was? In dein Handbuch. Das hättest du wohl gern, wa? Dass ich hier einmal weggucke. Warum weg? Das hast du doch immer griffbereit neben deinem Rechner liegen. Ja. Ich meine, was machst du sonst den ganzen Tag? Oh nein. Dich will ich nicht mehr. Weg mit dir. Kann ich auch nochmal. Hä? Ich kann auch schniefen. Ach doch. Das war aber eben Nektar zu Gold, was du nicht lassen kannst. Alter, wie wird dir einfach das Gold überall rumliegt? Warum kann ich nicht angreifen? Alter, hab ich schon wieder... Was bist du denn für ein Kriegstreiber? Warum? Spann dich doch mal. Naja, du baust damit 3 Minen Gold ab, Leute. Ach. Wie ach? Du immer, also echt. Sind das 3 Minen oder sind das 3 Minen? Ich weiß gar nicht, was du redest, ey. Ich habe übrigens gestern nochmal Northgard gespielt, ne? Ja. Hab die KI mal auf leicht gestellt. Ich hatte keine Chance. Ich war annähernd. Ich habe keine Ahnung, was. Du hast keine Chance. Nee. Die habe ich einfach überrannt. Also die leichten KIs. Ich meine, ich hab das Spiel mal wirklich auf schwer gespielt, ohne Probleme, ne? Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll. Ich habe immer Probleme, dass meine Leute überhaupt überleben und glücklich sind und neue Leute kommen und so weiter und so fort. Ja. Und kann mir nicht leisten, auch nur einen in einen Soldaten zu wandeln, weil der halt nichts produziert, ne? Und der Gegner kommt einfach mit 7 Soldaten angerannt. Ich denke mir, wie macht er das? Wo hat er die Zufriedenheit her? Wo kommt die Produktion her? Das hier bei mir schon wieder am Argen, glaube ich. Oh, man hat am Anfang 62 Eisen. Schlussfolgerung raus ist ja, dass man eigentlich recht früh eine Schmiede einfach bauen sollte, ne? Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Das war ein guter Hinweis. Hat meine Gold-Bergwerk-Erfolgschance. Ich finde auch gut, dass bei dir... Gar nicht, dass du dich darüber freust, Alter. Mit dem Krieg anzettelt, oder was? Hast du doch schon. Wir sind doch schon längst im Krieg. Ich hab dich doch gar nicht angegriffen. Du hast mich doch schon längst angegriffen. Hab ich dich überhaupt nicht. Natürlich. Nein. Doch. Nein. Vielleicht persönlich schon lange den Krieg erklärt. Ja, vielleicht habe ich dich mit persönlich deiner Festungsaktion da unten. Festungsaktion? Meinst du, das ist mir entgangen oder was? Was für eine Festungsaktion? Echt, ey. Was? Der Land weg, genau. Was, ich soll dich angreifen? Okay, warte mal. Okay, kein Problem.
Da wo deine Gold ist und dein Lagerhaus, das willst du verlieren oder was? Gar kein Problem. Machst du da oben an der Grenze echt einfach ein Lagerhaus hin? Wieso? Weiß nicht. Frag mich überhaupt, warum du ganz so viele Lagerhäuser baust. Ja, guck mal, ob das am Ende die schlauere Taktik ist oder nicht. Aber wenigstens sehe ich, dass dein System nicht aufgeht, weil vor deinem Hauptquartier liegt so viel Scheiße rum. Noch nicht fertig waren. Bist du fertig waren? Ich weiß auch irgendwie total doof, dass eine Bäckerei einfach ein großes Gebäude ist. Egal, ist ein großes Gebäude. Ja. Ist das nicht mittlos? Nö. Also ja, aber brauchst du dafür einen großen Gebäudeslot? Ja. Ja. Und damit ist es für mich ein großes Gebäude. Für dich also. Für mich. Ich habe mich auch irgendwie verbaut, ja. Ich wollte an der einen Stelle wollte ich eigentlich eine Festung bauen, das habe ich gebaut. Ein Bauernhof. Ich frage mich ja tatsächlich, wie viele Bauernhöfe man eigentlich braucht. Also wie das Verhältnis ist. Das 1 zu 1 ist, 1 zu 2, 1 zu 4, 1 zu 8. Okay, die Militärstatistik ist immer noch kaputt. Ist kaputt. Die Militärstatistik. Ich weiß also die Taktik, gar keine Förster zu bauen, ja? Keine Förster? Du. Doch geh nicht immer so rüber! Was ist denn dein Das Problem Nebel des damit? Kriegs ist Licht da über meine Stadt. Hier Das ist siehst du kein. gar nicht! Hier ist gar kein Krieg. Schade ist, dass man die Minimap nicht verschieben kann.
Scheiß. Ich hab's nicht verstanden. Ja, genau. Genau. Was denn? Das sind meine Rohstoffe da. Du hast sie doch zuerst dem anderen da weggenommen. Ah nee, ich war früher da. Nee, nee, nee. Du hast ihm ein bisschen Land weggenommen, womit du das da erobert hast. Ich kann mich da noch genau daran erinnern. Ich? Richtiger Faschist bist du, ey. Was? Was mache ich denn? Ist hier auf Kosten von anderen den Lebensraum weg. Wer baut denn da rechts neben mir eine Festung? Was? Wer baut denn da rechts eine Festung direkt neben meinem Land? Ja, du hast dich dahin ausgebreitet, du Wichser. Da war vorher gar nichts. Ja, wo soll ich denn auch hin sonst? Ja, irgendwo anders hin, ey. Ja, die Karte ist doch groß genug. Ist sie nicht. Die Karte ist nicht so groß. Oh, jetzt muss ich aber mal was beobachten hier. Auf was? Scheiße, ich glaube, ich habe verloren. Guck mal, jetzt hast du von dem armen KI-Spieler da. Die Verdammung, das war Holzhütte oder so abgerissen. Holzfällerhütte. Dann guckt mich deine Grinsebacke an und sagt mir, ich hab Land verloren, weißt du? Weil immerhin machst du nicht denselben Fehler wie bei Northgard, du breitest dich ein bisschen mehr aus. Ich meine, das ist zwar ganz schön für dich, aber eigentlich ganz schön unschön für mich. Ja, genau. Erzählt der Typ, der mir mein Eisen und mein Gold wegnimmt, oder was? Nur indem man ein paar Häuser baut. Hä? Du hast da oben noch eine weitere Eisenmine gebaut. Du hast da links doch eine Eisenmine. Ja, du hast zwei Goldminen. Genau. Puck und immer schön in mein Reich rein, ey. Hast du gar keinen Anstand? Deine Mama hat keinen Anstand. Das stimmt nicht. Ja, ich kenne sie nicht. Das war jetzt geraten und an dir festgemacht. Ach so. Arschloch. Selber. Aber ich glaube, du hast die bessere Taktik gewählt. Ich verrate jetzt zwar noch nicht wieso, aber ich glaube, bei dir wird es insgesamt besser laufen als bei mir. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil dann kann ich mich nicht mehr darauf ausruhen und sagen, naja, das lag jetzt nur daran, weil die Positionen so ungleichmäßig waren. Ja. Ich meine, du hast dich beschwert, dass du nicht genug große Bauplätze hast und jetzt baust du da oben alles hin, Eisenschmelzen, Schmieden und so weiter. Was hab ich hier? Nix. Hä, was? Wie krass. Ich sehe das alles gar nicht, was du hier sagst. Du hast da oben eine Schlosserei gebaut, du hast da eine Eisenschmelze und eine Schmiede gebaut. Ach. Ich sehe das doch. Wie willst du das denn alles wissen immer? Na, ich sehe doch die Gebäude, die da stehen. Ja, ach so, du guckst da schon wieder in mein Land rein, ja? Das ist ja noch dein Land, also prä-mein Land. Prä-dein Land, ja. Sei dir mal nicht so sicher, ey. Echt, ey. Echt, ey. Faschist, ey. Ich habe Kohle gefunden. Ich suche Stein. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen Sorge, dass mir das Stein irgendwann mal ausgeht. Obwohl ich da nicht mehr geht. Ich meine, du hast da so viel Gold, Lommel, dass das Gold nicht mehr abtransportiert wird. Guck's dir bitte an. Ja, das ist. Das riesig, liegt da einfach das nur ist ein riesiges rum. Problem auf jeden Fall. Das liegt einfach nur so rum. Ich meine, was ist das in deinem Reich? Was ist der Plan? Hey, lass uns Gold abbauen. Was soll denn das? Du willst mein ganzes Gold kaputt machen. Ich?
Du hast Angst, ey. Du hast so die Hosen voll von mir, Alter, dass du da so eine billigen Tricks anwenden musst. Oh, ich baue eine unschuldige Wachstube direkt an die Grenze. Da, wo die Goldproduktion von meinem Gegner ist. Ja, du hast doch genug Gold jetzt eingelagert. Mehr brauchst du doch auch nicht. Es muss auch mal Schluss sein. Nein. Ja, dann baue ich weiter. Ich habe gar kein Gold, Alter. Null, Alter. Gar nichts. Wie null? Null. Null. Wie willst du null Gold haben? Null. Du bist eine Null. Dafür habe ich kein Eisen. Ich habe da rechts irgendwo Eisen, da komme ich nicht ran. Gar nichts hast du. Ja, richtig. Ich bin hier der Verlierer. Nicht du. Verstehe nicht, wie man so sein kann, ey. Weißt du, meine Siedler, die wollen hier nur im Frieden siedeln. Kommst hier an, ey. Warum baust du da nicht fest? Stumpf auf mich ruf! Ich hab dich mal angegriffen bisher. Echt, ey. Was jammerst du denn? Dich gleich vernichten sollen, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Ja, die hat's dir ja nie. Ganz ehrlich, nicht, was meine Holzfäller hier tun. Hör mal. Was denn? Ich hab dein Wegeproblem gelöst. Arschloch. Du bist offiziell größter Arschloch on Earth. Was? Du hast doch Probleme, hast du selber gesagt. Du hast das zugegeben. Und dann kam ich als guter Samariter daher. Als guter Samariter, ja. Samariter am Arsch. Margarita, hätte ich gibt's ja wohl nicht, ey. So, was hast du gesagt? Hier oben gibt's Eisen? Da? Ist gar nichts hier. Nicht für dich. Nicht für Leute wie dich. Warum für Leute wie mich? Ja, weil du ein Faschist bist. Du nimmst den Lebensraum. Du klaust den Lebensraum anderer Völker. Lieblingswort oder was? Irgendwie muss ich mich ja wehren. Eine unterlegene Nation hat ja nur die Macht des Wortes. Naja, wenn du wenigstens wortgewandt wärst, aber... Ach scheiße, ich brauche noch eine Mühle, ne? Ja, eben. Fuck. Aber das ist ja zum Glück nur ein kleines Gebäude. Kein Problem. Ja, was passiert wäre, hätten wir uns an die Stelle gesetzt, wo die KI unbedingt starten will. Die sich einfach das Haus da drüber gebaut. Ich finde auch gut, dass bei mir hier bei dem einen Sägewerk einfach ganz viele Brote rumliegen. Einfach alles voll mit Brot. Thank you.
muss ja sagen, weil Siedler 1 ist halt das Wegsystem schon ein bisschen anders. Aber eigentlich ganz schön anders. Was ich hier für kreuz und quere Wege baue, ne? In Siedler 2 würde ich mich dafür zu im Boden schämen. Immer noch schön, wenn man so ein Feature hätte, irgendwie Mirror Map oder sowas, ne? Ah, ich hab schon. Was? Da will man halt irgendwie. Naja, wahrscheinlich wäre eigentlich das Sinnvollste, wenn man einen Karteneditor hätte. Und richtig Karten bauen könnte. Was habe ich schon vorgeschlagen? Ich hoffe, das kommt irgendwann. Die Formate sind zwischen Siedler 1 und Siedler 2 sowieso recht gleich. Und ich verstehe nicht, warum hier mein einer Holzfäller dem Baum nicht fällt. Dein Holzfäller achtet einfach den Lebensraum von anderen. Ja, dann muss er jetzt wohl entlassen werden dafür. Solche Leute haben bei mir nichts verloren. Ja, das merkt man sofort. So, jetzt müssen wir mal wieder rausfinden, wo man hier eigentlich Bugviports aufgemacht hat. Da. Aber ich habe mehrere von diesen Holzfällern. Wenn du mal da rechts an deiner Festung guckst, da ist auch so ein Holzfäller. Da stehen drei Bäume und der fällt ihn nicht. Das sind die Deko-Bäume. Achso, die kann man nicht fällen? Ja. Achso. Wäre jetzt natürlich doof. Das wäre mal richtig gemein, ey. Du kannst einfach nicht dafür sorgen, dass du da Bauplätze kriegst, ne? Ah doch, jetzt guckst du an! Ja, man muss sie halt erst antreiben, ne? Jetzt frage ich mich natürlich, brauchst du da jetzt noch eine Festung hin oder brauchst du ein Lager? Bergwerke hier auch leer werden? Keine Ahnung, aber ich denke mal schon, ja. Da war so eine zweite Mühle. Geil.
Ja, sieht so aus, wenn die heute voll immer einen Baum stehen lassen. Der lässt auch schon wieder einen übrig. Oder haben die wohl so komische Arbeitsintervalle? Von mehreren Leuten auf einem Weg scheint auch nicht immer zu gehen. Ist auch wieder so ein langer Weg, da ist nur einer drauf. Übrigens, wenn wir nochmal darüber reden, wer wem das Land wegnimmt, du hast von allen die größte Landesgröße. Ja, ja. Ist so. Statistiken sind doch kaputt. Nee. Nicht alle. Och. Nicht alle. Du kannst ja nicht mal alles schön reden, wie du willst. Es kann auch nicht sein, dass wir mal den letzten Baum einfach ignorieren. Das hat nämlich gerade einer bei mir auf jeden Fall den letzten Baum, den er finden kann, gefällt. Verstehe ich nicht ganz.
Hör mal auch mal. Was denn? Kann sein, dass du verkackt hast. So. Naja, du hast keine Bretter, scheinbar. Ha? Du hast quasi kaum Bretter. Und du hast nur noch einen Holzfäller und du hast keinen einzigen Förster. Ja. Ist das so geplant? Jo, ich wollte es dir ein bisschen einfacher machen. Ah ja. Danke. Ich meine, ich habe schon nicht erwartet, dass du so weit kommst. Spaß. Kriegt man ja nicht Nachrichten, wenn keine Rohstoffe mehr vorhanden sind, oder? Das. Also wenn so ein Steinmetz zum Beispiel keine Steine mehr findet. Oder muss man den einfach beobachten? Nicht, dass ich wüsste. Muss man also einfach beobachten und dann... Ja, quasi. Ich muss einfach noch einen neuen Holzfäller gebaut und gucken, ob der die Bäume fällt, die ich loswerden will. Jetzt auch überall die Wege abreißen, ne? Das ist halt nur zu dem Förster oder zu dem anderen Holzfäller, das Holz geht. Ich glaube, sonst geht das wirklich nicht gut aus für dich. Was? Du kannst jetzt halt Micromanagement betreiben, indem du die Wege abreißt. Was du, denke ich, auch tun musst, sonst ist das, glaube ich, bei dir sehr schnell vorbei. Beziehungsweise geht halt einfach nicht mehr weiter. Brauchen wir jetzt eigentlich noch was, um Soldaten zu produzieren? Nee, ne? Einfach nur Waffen. Nur die Waffen, ne? Ich hab grad wieder beobachtet bei mir. Er geht in ein Haus rein, bringt eine Ware rein, kommt aus dem Haus raus, läuft dann, weil er halt so einen langen Weg hat, ans Ende des Weges. Aber in der Zeit hat der Typ aus dem Haus was rausgelegt, also muss er wieder zurücklaufen. Richtiges Opfer. So, Holzfäller, jetzt bin ich gespannt, was du da machst. Schmied, aber schmiedet richtig schnell vor sich hin. Thank you.
Also die zwei Bäume scheinen nicht fällbar zu sein. Weil er scheinbar keine Nachricht findet. Weil er nichts mehr findet. Die doof eigentlich für die Fischer, ne? Da weißt du auch nie, wann die mal leer sind. Tja. Die Bäume blieben jedenfalls unfällbar. Kann man irgendwie eigentlich einstellen, was für Werkzeuge man haben will? Nee, ne? Der produziert wahrscheinlich einfach random irgendwas, oder? Was hab ich? Der produziert wahrscheinlich einfach random irgendwas. Ja, oder der baut halt nach Bedarf. Das ist ja klasse. Weißt du, stellst du dir vor, so, ja, ich brauche jetzt 5 Spitzhacken. Ja, okay. Hier hast du 7 Hämmer, eine Axt, eine Spitzhacke, 3 Sensen, eine Fischerhagel. Und du stehst nur da und denkst dir so, was ist los mit dir? Ich wollte doch nur. Ich muss sagen, mein Wegsystem ist jetzt auch schon kaputt. Du lässt einfach deinen Werkzeugmacher einfach so laufen, ja? Ja, logisch.
Brauchst du denn so viele Werkzeuge? Ja, klar. Für was denn? Die ganzen Betriebe, die ich brauche. Laufen die überhaupt? Deine Schmiede und deine Schmelze stehen die ganze Zeit still. Ich hab grad mal deinem Fleischer zugeguckt, ne? Der hackt da richtig los. Richtig bam 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 bam! Achso, wir spielen auch ein bisschen schneller. Ah, stimmt. Dass wenn du eigentlich irgendwie einen Weg anpassen musst, aber nicht weißt, wie du das anstellen solltest. Was hab ich? Ob du das kennst, wenn du eigentlich einen Weg anpassen musst, aber nicht weißt, wie du das anstellen solltest, weil da schon so viele Waren an der Fahne rumliegen. Ach, ja, so im Mittel. Im Mittel? Was soll das heißen? Also Mittel. Was machst du denn da schon wieder? Was? Ist ja wohl nicht. Ich wollte einen Holzfäller bauen. Was ist denn dein Problem, du Imperialist? Das hab ich mir auch ein Wort für dich ausgedacht. Ja, genau. Ich frage mich, ob man dafür sorgen muss, dass die Soldaten alle in einem Lager sind. Oder ob das dann lagerweit zählt. Frage über Fragen.
siehst du, man kann übrigens eigentlich auch irgendwie an Wegen einstellen, in welche Richtung Waren transportiert werden dürfen. Was hier? Ja, wenn du auf dem Weg, auf einer Fahne klickst. Soll nicht an Wegen, an Fahnen. Wenn du auf eine Fahne den Special Click machst, dann kannst du irgendwie so Häkchen suchen. Ach so, ja. Um noch besser gestalten zu können, aus welcher Richtung, in welche Richtung dort Bahnen laufen dürfen. Lagert das Gold irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Aber man muss ja eins ehrlich sagen, ne? Bisher hatten wir noch keinen Crash. Und bis auf vorhin mal so kurze Lags, die auch tatsächlich einfach mal an den Ping gelegen haben könnten. Spielt sich das jetzt auf jeden Fall viel, viel flüssiger, oder? Als das letzte Mal, meine ich. Nö, ist ja alles gut, ja. Ja, genau. Spielt sich viel, viel flüssiger. Das letzte Mal hatten wir doch so ein bisschen mit Lag die Probleme. Ja, hatten wir das? Ja, das ist doch irgendwie wie ein Restlick gemacht, das hat er manchmal nicht weitergemacht mit dem Restlick oder den nicht richtig aufgehört. Und sowas. Kannst du nicht dran erinnern? Egal. Tja. Tja, sagst du? Ja. Willst du mich nicht jetzt mal auslöschen oder so? Ich? Ja. Du stärkst dich, glaube ich. Also, das meine ich ernst. Was? Ich glaube, du bist stärker als ich, glaube ich. Wieso? Aber wenn ich in die Militärstatistik gucke, dann sehe ich ganz viele Grafen, die alle auf dem Boden liegen. Ja, aber ich habe überlegt, ne, wenn du mal guckst, in Gebäude bin ich über dir, in Landesgröße bist du über mir, aber in alle bist du über mir. So, das heißt, wenn jetzt vielleicht die Militärstatistik nicht geht, wird die aber dann vielleicht trotzdem mit eingerechnet, richtig? Daraus resultiert für mich gerade, dass du in der Militärmacht über mir bist. Und das führe ich aktuell darauf zurück, dass ich meine Soldaten in Festungen habe, wo die nicht richtig trainiert werden, während du deine alle im Hauptquartier hast, wo die trainiert werden. Was? Warum sind die alle im Hauptquartier? Na, weil du ja nur so wenig Festungen hast. So, die Festungen, die werden doch... Hä? Wieso? Warum? Hauptquartier, leveln die da von alleine einfach so auf, oder was? Ja. Aha. Das ist ja komisch. Je mehr Leute man irgendwie im Hauptquartier hat, desto schneller leveln die. Frech. Weil die dann trainieren können miteinander, stand irgendwo. Also ich weiß nicht, ob das richtig funktioniert hier, ich weiß überhaupt nicht, wie es richtig funktioniert. Aber das stand irgendwo mal dabei, dass die halt im Hauptquartier natürlich schneller leveln, weil sie da halt Kollegen haben, mit denen sie trainieren können, während das halt in so einer Festung und sowas halt nur ganz, ganz langsam geht, weil da halt nicht so viele zum Trainieren sind. Das weiß ich natürlich aber nicht, inwieweit das jetzt hier wirklich irgendwo zuschlägt. Aber deshalb, das war das, wo ich vorhin mal meinte, ich glaube, deine Strategie ist insgesamt smarter. Ich kann halt hinten deine Wachstuben, kann ich auch nicht angreifen. Ich kann nur vorne die Festung angreifen. Und als die besetzt wurde, kamen da halt von dir irgendwie gleich zwei so Generäle rein. Tja. Also so krasse Generäle. So, und ging
die kann ich natürlich nicht so viel ausrichten. Deshalb glaube ich, insgesamt bist du aktuell stärker als ich. Das heißt, ich habe momentan eigentlich nur den Vorteil, dass bei mir gebaut wird und bei dir nicht. Aha, da will er mir also eine Festung vor die Nase setzen. Was? Nicht was. Hey, doch, ich will keine Festung, oder? Braucht die Festung 4 Steine? Ich sehe nur, dass du da ein großes Gebäude baust, wo 4 Steine. Alter, was siehst du denn immer für Gespenster, Junge? Ja, was wird denn das da an unserer Grenze? Weiß ich doch nicht. Ja, klick drauf. Kann er nicht draufklicken. Ja, okay, wir müssen also sind da zwei Pfeile in der Mitte, was soll ich denn damit? Mann, Special Click. Da geht Auftrag der Baustelle auf. Ja. Ja, was wird das? Ja. Also eine Festung. Ja, da ist dieses Bild mit dem Hof mit dem Brunnen. Hof mit dem Brunnen? Ja, der Hof mit dem Brunnen. Ah. Nicht mit dem Getreidehaufen, sondern mit dem Brunnen. Also, hier, wie heißt er? Schweinezucht. Eine Schweinefarm. Schweinefarm? Ja. Ich baue auch gerade eine Schweinefarm. Damit ich da Leute wie dich großziehen kann. Oh, egal, ja. Ich habe bei mir einen Endlosstau. Aber gut, das kann vielleicht sogar morgen mal so gewesen sein, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Mein Holzfäller hat endlich den einen Baum gefällt. Warte mal, ich möchte mir heute wieder PM machen. Also aus zweierlei Gründen. Mhm, mhm. Zum einen bin ich der achte Halter am Rad. Das ist total langweilig, weil ich halt wirklich nichts zu tun habe beim Trash. Ja. Ja, naja. Und zum anderen macht PM Spaß. Und du kannst mal ein bisschen ballern beim Trash. Ballern. Achso, und ich hatte noch überlegt, vielleicht kannst du das Inji-Rezept für den Schaman noch gut verkaufen, ne? Ich meine, wenn wir keinen Schaman haben, der das lernen kann. Ja. So, ja, es kommt. Das mache ich ja. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie ihr das insgesamt handhabt. Aber ich glaube halt gerade in der Anfangszeit, wo halt die Dinger echt selten sind noch, kann man damit halt gut Gold machen. Und wenn es von uns keiner braucht, naja, dann wozu aufheben. Ich glaube, Fifi und ich sind die einzigen Mains, die Injis sind. Ja. Thank you.
eigentlich auch Werkzeuge? Also jeder zwei braucht nicht zumindest einen Hammer. Geologen aus dem rechten Lagerhaus laufen zu meiner linken Stelle, wo ich sie gerufen habe, und die Geologen aus dem Hauptquartier laufen aus dem Hauptquartier nach rechts. Teile denken sich, der Ort ist mir zu nah, ich gehe zum anderen. Ah, nee, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich wette, dass die, die rechts waren, waren die, die ich schon hatte, und die, die links sind, also die, die anderen, das sind die, die gerade neu gemacht wurden. Aus Werkzeugen. Das kann auch sein, ja. Also wenn ich den großen Tipp geben kann, ne? Bau das Hauptquartier nie so nah an einem Berg. Ja, weil. Ja, weil du nur scheiß Wege bauen kannst. Die halt alle scheiße sind. Und weil die Höhenunterschiede so groß sind, laufen die Leute so langsam. Was du denn da? Ja, du warst doch eine Festung, aber was soll ich da machen? Bist du voll? Wie bin ich voll? Du warst doch eine Festung, ich sehe das doch. Ich meine, die sterben eh wahrscheinlich alle, ne? Ist auch egal. Wir haben voll nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wer wen trifft, wenn ich da diese Kreise. Oh. Wie geht das denn? Ja, das hab ich eben auch gefragt. Ah. Ich finde auch gut, wie die ganze Zeit jetzt im Kreis da drum herumlaufen. Weil ein neuer Platz frei wird, wenn einer stirbt. Komm schon, Junge, zieh! Ja! Boah, ist der letzte, oder? Easy, glaube ich. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Was soll das denn? Wer hat das denn erlaubt? Ja, vor allem ist die Festung nicht kaputt gegangen, ne? Es ist nicht mal die Festung herzlichen Glückwunsch, ey. Die ich damit kaputt machen wollte. Ja, danke, Dama. Ich freue mich schon ein bisschen. Ja, schön. Ja, schön. Ja, jetzt besieg mich doch auch endlich mal. Mann! Was soll denn das? Kommst hier rein, sabotierst mich bis zum geht nicht mehr, weißt du? Nimmst mir meine ganze Goldproduktion weg. Dann hast du nicht den Arsch in der Hose, den Kampf weiterzuführen, oder was? Ja, deine ganze Goldproduktion, da ist doch noch deine Goldschmelze. Die ist doch noch da. Ich meine, du hast dich doch bisher am meisten selbst sabotiert, indem du keine Holz, keine Förster und Holzfäller baust. Ja, ja, genau, genau. Sei doch ehrlich, Robo, sei doch ehrlich. Es ist so. Ich meine, du hast wenigstens Eisen. Ich habe hier nicht mal Eisenbergwerke. Also eins habe ich. Ein einziges. Damit muss ich auskommen. Ja, ich rufe mir jetzt hier den Geologen her. Ja. Ich weiß nicht mal, was die hier überhaupt machen. Wer ist die?
Deine Leute? Meine Siedler! Weiß ich auch nicht. Die schleppen. Ich weiß gar nicht, wo die Bretter hinbringen. Du hast gar keine Bretter, Lorba. Wo sollen sie die hinbringen? Doch, ich sehe sie auf den Wegen! Hä, wo? Wo? Ich sehe bei dir kein Brett. Wo liegt da ein Brett? Sag mal, wo? Da, da kommt also ein Sägewerk. Ja. So, wo geht das hin? Nach unten. Ach, die bringen das zum Werkzeugmacher, deswegen wird das bitte nicht. Ich hab vor meinem auch den Weg getritt. Der steht auch jetzt alleine drauf rum und macht nichts mehr. Der war mir zu gefährlich. Die kann man halt leider nicht irgendwie stoppen oder sowas, ne? Aber da habe ich auch gesagt, nee, jetzt ist Schluss mit dir. Jetzt auch nicht mehr Eisen. Ich muss übrigens sowieso noch warten, aber meine Gebäude sind ja alle nicht mehr voll besetzt. Sind alle jetzt irgendwo hingegangen. Jetzt hat der andere auch noch den Baum gefällt. Das hat aber ewig gedauert. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ging, weil ich den neu gebaut habe, oder weil es wirklich einfach nur ewig dauert. Mikrofon muted. Mikrofon activated. So, ja, nee, ich weiß nämlich auch nicht, warum meine Hauptgebäude jetzt nicht mehr voll besetzt sind. Ist das, weil ich nicht angegriffen habe? Du, ich weiß nicht, warum meine Holzfäller nicht gebaut werden. Ich habe ganz andere Sorgen. Weil du keine Bretter hast. Doch, die stapeln sich jetzt im Lager. Echt? Ja. Reiß halt mal den Weg ab und platziere ihn neu. Manchmal hilft sowas tatsächlich. Also zumindest bei uns, bei Siedler 2 hat das mal geholfen dann. Ja. Schade. Wenn du die Baustelle neu platzierst. Ist halt schade, ich kann nicht in dein Lager reingucken, um das zu bestätigen. Weil es kann natürlich jetzt auch sein, zum Beispiel, ne, dass bei dir einfach andere Werte sind als bei mir. Was ist eigentlich das kleine Haus mit diesem komischen Fahnenmast dabei? Da kommt auch gar kein Bauarbeiter bei dir raus aus dem Lager. Für die Baustellen. Da kommt von da oben jetzt gerade an. Doch, guck mal, da oben kommen gerade Bretter raus. Ja, da funktioniert das immer noch nicht richtig. Aber jetzt funktioniert es, guck. Ja, jetzt bauen sie die.
Okay, nee, der Bug ist auch noch nicht gefixt. Ich dachte, wäre gefixt geworden. Gefixt worden. Der aber nicht. Ja, das ist scheinbar ein Problem. Wenn du von dem Gebäude den Weg abreißt und den wieder neu verbindest, dann wird das nicht gebaut mehr. Ich verstehe nur noch immer nicht, warum meine Gebäude jetzt nicht mehr vollbesetzt werden. Hier. Ich habe was anderes eingeschickt. So. Ich steck's nicht. In die Festung passen noch mehr als 6 rein, oder? Bis noch 9 rein oder 12? Ja, meine Festungen hocken bloß 8. Hey, wake up! Das betrifft alle meine Festungen, ne? Verstehe nicht. Ich hab was kaputt gestellt. Ich hab auch noch Soldaten, also. Stell dich vor, meine Gebäude nicht besetzt, wenn voll. Thank you.
machst du denn da schon wieder? Du hast gesagt, ich soll dich angreifen. Das waren deine Worte. Ja, genau. Du hast gesagt, jetzt mach mich endlich platt. Exakt, das waren deine Worte. In einer unfreundlicheren Tonlage übrigens. Wie ich gesagt, ich habe Angst. Jetzt habe ich keine Lust mehr, weil ich nicht weiß, was mit meinen Gebäuden los ist. Wahrscheinlich ist das richtig und ich habe irgendwas falsch eingestellt oder so. Ich muss ja eh erstmal gucken, ob das reicht. Ich habe jetzt mit 16 Soldaten angegriffen und du hast 12 drin. Hab ich 20 angegriffen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist ja immer noch hoch. Es waren was zu viele von diesen Starken, weil alle deine Soldaten einfach nur im Hauptquartier rumgesessen haben, scheinbar. Das Gefühl, generell angreifen ist nicht unbedingt die schlauste Idee.
interessant, von denen haben wir irgendwie zwei so starke Soldaten rum, die bringen einfach alle um. Zeigt doch dort mit einer Festung. Ach, Lama, du bist ja ein Arsch. Was denn? Man kann natürlich einstellen, was für Werkzeuge produziert werden. Was? Man kann einstellen, was für Werkzeuge produziert werden. Was? Ja, die Werkzeugeinstellungen.
Achso, das Ding mit diesem, mit dieser Stange, die du da meintest, ne? Kannst du vorhin mal irgendwie, glaube ich, gefragt. Das ist eine Bootbar. Achso. Ja, genau. Ja, genau. Ansonsten geht's dir doch gut, oder was? Ich geht's mir sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Geil, da ist noch Eisen. Ich weiß gar nicht, was hast du denn für ein Problem? Ja, genau, ist klar. Ich mag's, wenn es schön warm ist, Lamm.
greife ich denn überhaupt an? Na, du klickst auf eines meiner Gebäude. Mit einem Special-Click. Ja. Und dann geht ein Menü auf, wenn du angreifen kannst. Ja. Wenn du nicht angreifen kannst, dann nicht. Achso. Ja, geht bei dir das Fenster auf? Ja. Ja, und dann mit Plus und Minus stellst du ein, wie viele hin sollen und dann klickst du... Warum kann ich da keine einstellen? Gehen wir in die Militäreinstellungen. Das ist in dem rechten Computerpfeile unten links der Button. Da hast du jetzt so ein Menü mit so vier so, naja, mit so vier Bereichen, sag ich mal. Ja. Das obere ist, also ist immer dasselbe, das oben ist immer, wie viele Soldaten sind drin und das untere ist, wie viele bleiben zurück bei einem Angriff. Und dann ist halt das erste ist halt richtig an der Grenze, das zweite ist halt in der Nähe von der Grenze, das dritte ist halt ganz schön weit weg von der Grenze und das letzte ist halt irgendwo im Inland. Das heißt, wenn du das oben auf voll stellst, werden die Gebäude voll besetzt und wenn du das unten auf schwach stellst, kannst du mit maximalen Soldaten angreifen. Achso. Ist das denn jetzt hier drüben auch alles kaputt? Na, weil ich da auch angegriffen habe. Das waren die beiden Gebäude, die ich angreifen konnte. Die habe ich angegriffen, alle beide. Ah ja. Ja, deine Festung kriege ich nicht eingenommen. Die ist einfach zu stark für mich. Ja, jetzt ja alles im Arsch hier. Ja, das war auch das Ziel. Wenn ich dich nicht besiegen kann, dann mache ich halt deine Wirtschaft kaputt, so dass ich dich besiegen kann. Also ich hoffe nämlich, dass ich gerade deine Holzwirtschaft so kaputt gemacht habe, dass du jetzt eigentlich aufgeben musst, weil du nichts mehr bauen kannst. Scheiße, er greift an. Ja, ich greife dich einfach jetzt an und dann... Dann gucken wir, was passiert, ja? Ja? Ich bin gespannt. Das Dumme ist halt, dass meine Gebäude nicht voll besetzt werden mehr. Das ist halt irgendwie kaputt gegangen. Das sind halt alle bei 50% nur. Das heißt, du hast eigentlich ein leichtes Spiel. In Relation. Mal gucken. Geht aber auch gleich in die Vollen, ey. Ich glaube immer noch, dass du insgesamt die stärkere Armee hast. Und eigentlich gewinnen würde es jetzt einfach angegriffen. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Da ich das die Statistik nicht gibt, kann ich das nicht einschätzen. Ich habe halt noch ganz viele Soldaten im Lager drin, ne? Aber doch nicht, sind doch nicht so viele. Ich dachte, da sind mehr drin. Oh, ich hab gar nichts mehr.
Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Na gut, du kriegst meine Festung nicht, ich krieg dafür deine auch nicht. Ich war auch oben angegriffen, aber ist genauso gescheitert. Mann, was jetzt aus seinem Hauptquartier alles rauskommt. Das sind dann nur starke Soldaten, ne? Einer Stark hat schon 4 von meinen gebracht, ne? Ja, da gefällt mir jetzt wieder 2 Kampfsystem besser. Wieso, was ist denn ein Siedler-2-Kampfsystem? Die Soldaten haben halt Lebenspunkte. Nee, die Soldaten haben Lebenspunkte. Ach so, ja. Das ist halt so, ein Starker geht ins Haus zurück und ist wieder voll. Das heißt, du musst jedes Mal aufs neue Glück haben, ihn zu besiegen. Und du hast irgendwie, wenn du angreifst, scheinbar auch eine schlechtere Rollchance oder so, ich weiß nicht genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen den Starken gewinnst, ist halt ultra gering. Das heißt, eigentlich musst du nur mit Starken angreifen, sonst bringt dir das überhaupt nichts. Also, eigentlich Verteidiger spielen und du gewinnst ganz gut. Du musst überlegen, wie viele Soldaten dein Typ da oben jetzt schon umgebracht hat. Ja gut. Du hast ja scheinbar unten die Festung auch noch nicht eingenommen, oder? Nein. Das läuft genauso scheiße. Das ist auch eigentlich Quatsch, oder?
hast es doch endlich geschafft, ja. Ah. Ist eigentlich dieser Snow. Keine Ahnung. Da hat er irgendwelche Mist im Forum geschrieben. Hä? Da hat er die ganze Zeit auch bloß irgendwelche Mist im Forum geschrieben. Ja, du, keine Ahnung, wer das ist. Das war, du nie mehr Schuss geschrieben hast. Ja. Aber nee, ich kenne ihn nicht. Ich habe einen Siegerrung, der mir gar nichts bringt. Merkst du, dass das eine schlaue Taktik ist, einfach nicht anzugreifen? Hä? Merkst du, dass das schlauer ist, einfach überhaupt nicht anzugreifen? Ja. Das ist halt einfach besser. Deshalb war es auch totaler Quatsch, dass ich angreife, weil es halt nichts bringt. Und ich glaube, was eine richtig gute Taktik ist, was du wahrscheinlich unwissentlich gemacht hast, ist, wenn man am Anfang sich das Land erstmal mit Wachstuben holt und dann die Festung einbaut. Also du hast halt den Vorteil, dass du erstmal alle Soldaten aufwerten kannst, schön, ganz in Ruhe. Was halt bei mir einfach nicht passiert ist. Aber so richtig, wie die Soldaten hier aufwerten, Teig noch nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, Gold bringt ein bisschen was und ansonsten irgendwie einfach nur, wenn du Fieder hast. Das war auch nicht genau. Ich mag's nicht, das System. Schneller machen. Oh, jetzt geht's ab, Lama, guck dir das an. Ich gehe davon aus, dass du jetzt mal angreifst, ja? Da jetzt nichts mehr. Was auch spannend, über wie weite Wege die angreifen. Guck mal, die krassen Soldaten bei dir gewinnen jetzt einfach alles. Meine sind vorhin auch einfach gestorben bei dir. Ja. Muss bestimmt noch irgendeinen anderen Faktor geben. Wie viel Gold hast du gerade im Hauptquartier? Quartier. Also zu fertiges Gold. 10. Huh. Oh, wer weiß, ob das was bringt. Also
Also bei Minen kriegst du Rohstoffbenachrichtigung. Ach, echt? Ja. Hast du nicht verloren, wenn du es nicht schaffst, mich mit deinen Soldaten umzubringen? Nee, verloren glaube ich nicht. Naja, aber dann hat halt keiner gewonnen, ne? Ja, du hast halt kein Holz. Ja. Gut. Ich würde dann natürlich aufgeben jetzt in der richtigen Partie, ne? Ja. Weil das macht ja keinen Sinn, dann vor sich hinzuleben. Nee, also dann wird's halt, dann wär's halt nur ein Zeitspiel, das meine ich damit, ja. Ja. Weil dann wer zuerst aufgibt. Nee, warum? Ich kann ja noch Soldaten produzieren gerade. Also ich habe ja noch alles. Du hast noch nichts mehr. Darum geht's mir. Ob ein Spieler auf lange Sicht von uns gewinnen könnte noch. Ja. Und das kann ich, solange ich noch meine Gebäude habe. Also sprich du mich jetzt nicht mit deinen aktuell vorhandenen Soldaten, obwohl du hast auch noch ein bisschen Produktion, oder? Da ist noch eine Eisenschmelze. Ist noch eine Schmiede irgendwo? Ne. Okay, also du würdest auch keine Soldaten nachproduzieren. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, mich mit deinen aktuellen Soldaten umzubringen, kann ich am Ende gewinnen. Aber ich sehe da noch eine Festung, die voll besetzt ist. Oder wenn du ein bisschen, glaube ich, mit den Militäreinstellungen rumspielst, dann kriegst du auch noch mehr Soldaten an die Front, mit denen du angreifen kannst dann. Ich könnte die Gebäude oben abreißen, ne? Dann hätte ich mehr Soldaten. Ja, du kannst auch. Ja, stimmt, das kannst du auch machen. Ja, eigentlich kannst du alles zusammenziehen, ne? Ich meine, brauchst den Kram eh nicht mehr. Kannst eh nichts mehr anfangen. Kannst du noch schneller machen? Oh, jetzt ist aber. Guck ich jetzt mal an. Was denn? Jetzt was rennen die ganzen Siedler über der Karte. Hast du ein Lager abgerissen? Nein, ich hab hier auf der letzten Lagerseite auslagern geklickt. Da sind sie alle rausgekommen, jetzt laufen sie überall rum. Aber ist Auslagern nicht, dass die irgendwo hingehen? Eigentlich müssten sie ins nächste Lager gehen, ja. Machen sie auch ins Hauptquartier, gehen sie so langsam, aber erstmal rennen sie über die ganze Karte. Ich stelle mir richtig vor, wie da einfach so ein Tisch steht. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Aber weißt du, was ich Gemeines machen könnte, Leute? Womit ich tatsächlich am Ende gewinnen würde? Ja. Ich könnte meine eine Festung oben angreifen. Dann kommst du nämlich nicht über den Berg rüber, um mich anzugreifen. Dann hast du keine Chance, mich zu besiegen. Eine Festung oben? Was für eine Festung? Naja, also ich kann damit dem, dass du gewonnen hast, wenn ich die abreiße, kommst du nicht über den Berg rüber. Du kannst nicht drüben angreifen und du kommst nicht nah genug an mich ran, um irgendwo anzugreifen. Natürlich, ich brauch doch bloß dein Hauptquartier platt machen. Ja, dann habe ich ja nicht verloren, ich habe noch Lager. Drüben steht noch ein Lager. Hast du noch nicht verloren? Nee, wann sollte ich denn verloren haben? Ja, wenn das Hauptquartier weg ist, dann ist es vorbei. Nee. Das Spiel zu Ende. Nee. Wenn das letzte Lager verloren ist, ist es zu Ende. Aber ich finde, das Hauptquartier verloren ist. Also, so ist es zumindest eigentlich die Regel. Hä, du hast auch gar keine Soldaten mehr, oder? Ist auch tote Hose bei dir. Ja, aber nicht viel. Komm, dann greif doch das Hauptquartier jetzt mal an. Hä? Dann greif doch das Hauptquartier mal an. Läuft das schon. Gucken, ob du es einnimmst. Und deinen Pseudo-Sieg hast. Guck dir das an. Der Typ hat einfach zwei Saustarke besiegt. Das ist bei mir nie passiert. Ich verstehe das aber nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie es funktioniert.
Jetzt ist er auch einfach tot. Ja. Achso, der kämpft jetzt gegen den Schwache, ja? Jetzt kommt wieder der Starke raus. Glitch, 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 Glitch. Weg. Och, da kommt noch einer. Das ist ja noch ein Schwacher. Wo läuft er denn hin? Ah, da ist noch einer. Wo laufen die denn hin? Ich weiß nicht erst. Er wollte, glaube ich, nicht mitmachen eigentlich. Ah, er kämpft jetzt gegen... Pass auf, jetzt gewinnt er gegen den noch. Ja. So, war das jetzt alles, was du hast? Ja, jetzt ist alles in Gebäuden gebunden. Ja, dann hast du ja jetzt verloren. Weil du mich nicht besiegt hast. Und ich noch Eisen schmelzen, schmieden und alles ab. Und Soldaten produziere. Und das jetzt nur noch ewig dauern würde, bis ich dich irgendwann mal angreifen könnte, weil ich wieder Soldaten habe und dich dann irgendwann mal besiegt hätte, weil ich dann gewinne. Also, Kämpfe gewinne. Kurzum, du hast verloren, aber. Hast du wieder langsamer gemacht? Ja, ach so. Oder hast du jetzt doch noch Soldaten? Naja, ich habe oben die zwei Gebäude abgerissen. Boah, da kommen aber richtig welche raus. Aber selbst dann kann ich nur wiederholen. Du hast dann vielleicht mein Hauptquartier zerstört, aber ich bin immer noch da. Ich habe noch Sägewerk, Eisenschmelzen. Also ich meine, dass das mit dem Hauptquartier dann vorbei ist. Ja, war das eigentlich immer. Also ja, das kommt auf die Siegeinstellung an, glaube ich. Es gibt halt solche und solche, ne? Aber dass die scheiß Bürger erstmal hier 1000 Jahre rumlaufen noch so. Ja. Die Soldaten machen das auch. Bis sie irgendwann mal zufällig das Hauptquartier finden. Ach guck mal, da ist das Hauptquartier. Ja gut, du hast gewonnen. Ich würde mich ja nicht auf Unentschieden einigen wollen. Ach, du bist einfach rausgegangen. Ist einfach Ende. Mit der Überschrift ja. Computerspieler nicht voll implementiert. Naja. Ja gut. Spannend. Also wir müssen immer noch rausfinden, wie das mit dem Militär funktioniert. Das haben wir bis heute nicht. Irgendwie, wie das mit den Beförderungen irgendwie so richtig. Ja, das ist das Wichtige eigentlich. Ich glaube, wenn man das mastert, dann kann man gewinnen. Ja. Naja. Ja, war ja nett. Aber ich muss sagen, der Multiplayer funktioniert auf jeden Fall jetzt besser. Also es laggt halt nicht mehr. Selbst wenn man es auch ultra schnell spielt. Wir beim letzten Mal wirklich so ein Problem mit Lags? Ja. Es lief doch dann auch immer so ganz langsam nur. Und jetzt hatte ich ein paar Mal, dass der Sound bei mir so ein bisschen gehackt hat. Und irgendwann mal kurz war halt ein bisschen langsam, aber ansonsten lief das echt gut.